von heiklen Versicherungsproblemen nun endlich zur Liebe. Die Liebe hat es nämlich damals schon gegeben. Bitte schön, Herr von Roder. Dankeschön. Sie ist auch beim einfachen Volk aufgetreten, speziell aber natürlich in besseren Kreisen. Unter Adeligen, unter den Leutnants. Eine Welt der Flirts, der Liebe, der Verliebtheit. Und die Badeorte haben sich besonders für Liebe und Verliebtheit geeignet. Zum Beispiel Abbazia. Das heißt heute Obatia. Jetzt kommt die Geschichte von einer Frau von Rechenberg und ihren Töchtern und einem Leutnant, der bei ihr einquartiert ist. Bitte, ich könnte jetzt natürlich auch den Leutnant spielen, aber vielleicht bin ich doch schon ein bisschen zu... Naja, geben wir dem Nachwuchs eine Chance. Also, auf nach Abbazia. Jesus, beeilt euch doch, sonst ist der Fuhr denn zu Ende und wir sind noch gar nicht da. Ihr werdet noch genug tanzen. Katharina, komm, 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 komm. Also, wir waren gerade bei der Frau von Rechenberg und ihren Töchtern. Setzen wir uns vielleicht. Hm? Also, wie schaut's aus mit den dreien? Na, die Älteste liebt einen verheirateten Fabrikanten. Und das soll vorkommen. Die Jüngste liebt mich. Wie schön. Na, ich bin in die Butz verliebt. Ja, und wer ist das nun wieder? Die Mittlere, die zwischen der Ältesten und der Jüngsten. Ach, und die heißt Butz. Ja, getauft ist sie auf Jenny, aber abgekürzt ist es Butz. Ja, ja, natürlich. Ja, ja. Und in die sind Sie verliebt? Ja. Weißt du, ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Die kommt gleich hinterm Sonnenschein. Ah. Ja, wenn sie so dahin spaziert, stolz und zierlich wie ein Reh, dann da können Sie sich einfangen und davontragen. Aber ich weiß nicht, woran ich bin mit ihr. Ist das so schwer? Danke, Roland. Grüß Gott. Man bringt ihr Rosen, das kostet mehr Geld, als man Schulden hat. Und sie sagt, danke, ich lieb Rosen nicht so sehr. Also für mich ist das ein klarer Fall. So? Ja, für mich nicht. Bis heute. Also, ich meine, kennen Sie sich ja mal aus bei vier Damen? Ich habe noch nie so einen schweren Sommer gehabt. Ja, ich weiß. Aber man möchte es nicht für möglich halten. Flirten ist Schwerarbeit. Ja, sehen Sie, deswegen bin ich immer so müde. Das sind Ihre Damen, Panne. Also, auf in den Kampf. Danke, Herr Roder. Leutnant. Gefallen Ihnen meine Töchter? Gnädige Frau, drei Töchter haben nicht das, was Sie in sich vereinen. Brav, Pali, charmant. Wie man sich das von einem Leutnant erwarten kann. Im Ernst, gnädige Frau, drei gäbe man hin, wenn Sie sich dafür, ich meine, für Sie eine einzige, wunderschöne Reife. Sie sind ein Kind, Herr Leutnant. Interessieren Sie sich lieber für meine Töchter, die erwarten das. Für die hat man eine Dankeschön, eine Verantwortung. Als Mutter, zumindest als Alleinstehende. Aber stolz müssen es doch sein, auf solche Mädel. Stolz? Jetzt vielleicht. Und früher? Was meinen Sie? Wenn man so eine Tochter nach der anderen und der Mann erwartet sich einen Stammhalter, einen männlichen Nachkommen. Aber so ein Verbrechen bei so viel Schönheit. Aber sonst das nicht. Alle wollen Buben. Und man tut sein Möglichstes und dann wird's wieder nur ein Mädel. Nur? Ja. Wir sind mit den Rakositz befreundet, also eine Nebenlinie. Und da hatte Eleonore 5 Mädel. Nur Mädel. Und dann endlich einen Buben. Nein. Na, das Glück können Sie sich vorstellen. Und wie ich die Eleonore zum ersten Mal wieder sehe, so ein paar Tage nach der Entbindung, da sage ich zu ihr, also was für eine Haarfarbe hat denn der Bub? Da schaut sie mich ganz erstaunt an, wird rot und sagt, auf die Haare habe ich noch gar nicht geachtet. Gnädige Frau. Schön, ja.
Darf ich um den nächsten Walzer bitten? Na, Herr Fadi, haben Sie der Mama den Hof gemacht? Aber Sie wissen doch, dass ich nur Augen habe für ein gewisses junges Für die Katharina. Fräulein Bunz. Für die Franziska? Aber Sie wissen doch genau... Wenn Sie mich wirklich so mögen, wie Sie sagen, warum lassen Sie dann nicht die Musik spielen, die ich mag? Die kleine Witwe? Ja, die kleine Witwe. Am Samstag habe ich den Primasch bestochen. 8-mal am Nachmittag hat er die kleine Witwe gespielt, bis es ihm der Badedirektor verboten hat. Und heute noch kein Mal. Ich kenne einen jungen Professor vom Spital. Sogar von der Inneren. Der wird sie mir sogar 10-mal spielen lassen. Sehen Sie, Sie mögen mich nicht. Machen Sie übermorgen eine Kantpartie mit mir? Ich? Mit Ihnen? Na, wenn Sie es nicht mögen, vergessen Sie es. Nein, übermorgen mit Ihnen eine Kantpartie. Aber ja, nichts der Mama beim Abendessen sagen, ja? Der Badedirektor hat mir Augen gemacht. Aber der ist mir zu alt. Wie alt ist er denn? Puh, mindestens 30. Und eine Glatze hat er auch. Der Primasch hat auch mit mir geflirtet. Der? So ein Zigeuner. Du bist ja nur wütend, weil er dich nicht beachtet. Mich hat er auch beachtet. Aber wenn einer so schmalzig spielt. Wenn du willst, überlasse ich ihn dir. Der Redakteur der Zeitung Hoffnungen. Du nimmst immer alles so leicht. Und andere sind unglücklich. Mir's lieber, ich hab ein Hetz. Unglücklich sein ist so fad. Wär du nicht frech mit deinen 18? Also Kinder, benehmt euch. Was sollte der Herr Leutnant von euch denken? Bitte, ich denk gar nicht. Also hab ich mir gedacht, dass er sich gar nichts denkt. Nein, Fräulein Butz, so war es nicht gemeint. Ich denk gern. Aber so hören's doch nicht auf die Butz. Die will sie ja nur segieren. Misch dich da nicht ein, du blöde Kuh. Also, Kinder, nehmt doch Rücksicht auf die Gefühle der anderen. Und lass mal die Katharina in Ruhe, wenn sie unglücklich ist. Die Katharina ist ja gern unglücklich, weil sie schon so alt ist. Was sagst du da? Sag das noch mal. Also 22 ist nicht alt. Soll ich nicht dann sagen? Ja, aber Mama, bei dir kommt's doch nicht so drauf an als Witwe. Eine Witwe ist auch eine Frau, die begehrt sein will. Und die sich sehnt. Und die nachts wach liegt. Also, aber Mama! Ferenc ist viel zu früh gestorben. Wir haben uns sehr geliebt. Sehr. Mama! Und ich fühle mich noch nicht alt. Wenn mir einer den Hof macht, so gefällt mir das. Und ich schaue ihn an und denke mir was. Aber der Balle gehört doch zur Familie. Er soll ruhig hören, wie es zu meiner Frau steht. Ja, aber er ist so gut wie kein Blutsverwandter. In Zara hat ein Cousin von mir seine Cousine geheiratet. Und das erste Kind, das ist ganz normal. Morgen. Ach, ich hätte sie doch nicht bitten sollen um die Kantpartie. Aber wieso? Na, wenn wir untergehen. Geh nicht unter. Und wenn, dann schwimmen wir ganz einfach ans Ufer. Ja, ich kann aber nicht schwimmen. Warum denn nicht? Na, weil. Weil Menschen, die schwimmen, die schauen aus wie die Frösche. Finden Sie? Ja. Zumindest bei den Mädeln. Bei Offizieren schaut's gut aus. Sie müssen steuern, Putz. Sie haben das Ruder in der Hand. Wie tief ist denn das Wasser? 50 Meter? Ich würde sagen 10. 10? Das ist ja entrisch. Und Sie können wirklich schwimmen, Herr Leutnant? Fast wäre ich zur Marine in Triest. Österreich spielt eine Rolle auf dem Meer. Triest. Wenn Sie einmal reich werden, schenken Sie mir dann Miramare? Miramare? Na, das Schloss am Meer. Ja, ich verspreche es.
müssen Sie aber sehr reich werden. Schwer reich? So, so. Steuern Sie um den Felsen, Butz? Warum? Na, hinter dem Felsen kann man uns nicht sehen, vom Haus aus. Und warum soll man uns nicht sehen? Na, damit ich Sie küssen kann, Butz. Wenn Sie mich küssen, springe ich ins Wasser. Nein. Butz! Bitte, Butz! Versprechen Sie mir, dass Sie mich nicht küssen? Na, ich werde Sie küssen. Butz! Butz, dass Sie noch leben. Ich hab geglaubt, Sie sind tot. Danke, Barley. Ja. Da! Danke. Na, aufmachen! Meinem edlen Lebensretter, Barley, zum Andenken an den 19. August, Jenny von Rechenberg. Aber Butz...